Hey Leute, neue Technikübung für euch heute. Und zwar zeige ich euch heute mal, wie man richtig Altdeutsch schwimmt. Die Übung habt ihr bestimmt schon alle mal gehört oder die meisten von euch. Und zwar ist das einfach eine Übung, die führt man in Rückenlage aus mit einem Rücken-Doppelarmzug und das Ganze gepaart mit einem Brustbeinschlag in Rückenlage. Klingt erstmal so etwas komisch, es ist auch eine etwas kreativere Technikübung, aber man kann damit gleich mehrere technische Aspekte schulen. Zum einen ist es eine koordinative Übung, weil man eben einen Rücken-Doppelarmzug mit einem Brustbeinschlag erstmal zusammen ausführen muss, aber gleichzeitig schult es eben auch den explosiven Impuls für den Armzug unter Wasser, eben für eine kräftige Druckphase, und man muss eben dabei ständig die Körperspannung halten, sonst sinkt eben die Wasserlage extrem ab. Und ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal, schaut zu und bis gleich. So, ich denke, das hat man ganz gut gesehen. Wenn man die Übung einige Male macht, kommt man auch recht schnell damit voran. Ich finde, die Übung macht auch ziemlich Spaß. Und jetzt noch als kleine Anmerkung, ist natürlich auch eine Übung, die eben sehr gut für die Beweglichkeit im Schultergelenk ist. Eben dadurch, dass man nicht mit der Längsachse und dem Armzug mitrotiert, sondern immer starr in einer Ebene bleibt. Somit muss man eben hier mehr arbeiten. Es fördert die Beweglichkeit. Die brauchen wir als Schwimmer. Probiert jetzt einfach mal aus. Gebt mir noch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut euch meine anderen Technikvideos an. Und bis bald, euer Dominik.